Grüß euch, ich bin der Lorenz. Und ich bin der Norbert. Und das ist die Sheila. In dem Video wollen wir euch was über das Fuder erzählen. Einen schönen guten Morgen. Es ist kurz vor 8 Uhr in der Früh. Und wir kriegen eine Lieferung vom Mineralfuder für das Futter für unsere Schweine. Kriegen wir so eine Futterlieferung von Mineralfutter. Das Blaue sieht man, das gehört für die Mostsau. Das setzen wir 3% ein bei der Mostsau, in Mostsaufutter. Das, was so orange ist, das gehört für die Zuchtsauen. Das ist Mineralfutter dort für die Zuchtsauen, da kommt 3,5% rein. Das ist so ein Energieergänzer, dass das Futter für die Zuchtsauen mehr Energie hat, wenn sie auch Milch geben müssen. Und das mit der komischen roten Farbe, das gehört für die Ferkel. Das wird 3,5%ig im Ferkelfutter eingesetzt. Und das ist noch so eine Säure. Da geben wir in 2,5 Tonnen, glaube ich, 5 Kilo rein. Das gehört zur Stabilisierung vom Futter und das ist auch gut für die Verdauung. Da zeige ich euch, wie unsere Mischrationen ausschauen. Wir haben 5 davon, die was wir daheim am Betrieb machen. Da ist eine davon Endmast, Vormast, Aufzucht, Absitz und Säugefutter. Und da sind nachher die Prozente angegeben, wie viel da von was reinkommt. Und herunten sieht man dann auch die Größen von den Mischungen, die was wir machen. Da herüben haben wir euch eine hergerichtet, die Endmastmischung. Und da haben wir hergestellt, was da alles bei uns reinkommt. Da fangen wir vor, nehmen Triticale. Da kommen 29% rein. Das ist Triticale, das was wir daheim am Betrieb produzieren. Das tun wir dann draußen in unsere Silos lagern. Wird dann geschrotet und kommt in Misch rein. Genauso wie Sorghum und Mais. Der Sorghum, das ist das da, das kleine Rode, das ist ein Hirseort. Und dann halt ein Mais. Und das ist eine Mischung von den zwei. Dann Soja, das ist HP-Soja, da haben wir in einem Video schon gesehen, wie wir den geliefert gekriegt haben. Dann dieses Pigmast-Mais, das haben wir jetzt auch gerade erst eine Lieferung von dem bekommen. Dann
Fasermix Plus. Das ist unser Rohfaserträger. Und dann noch Futtersäure. Von dem kommt aber nur ganz wenig rein. Das ist zum Stabilisieren von der Ration. So, dann schauen wir noch da um. Bei jedem Futter, was wir machen, haben wir da so einen Zettel. Dass, wenn zum Beispiel ich ein Futter mache, dass der Norbert dann auch weiß, was in dem Futter drinnen ist. Und man vergisst selber auch, dass man auch, dass auch jeder weiß, was da in dem Mischer jetzt dafür Futter drinnen ist. Das haben wir auf unsere Futtersäcke dann auch drauf, falls man den irgendwo hinstellt oder was, dass wir das dann auch sehen. Wenn ich jetzt der Futterration anfangen darf, dann ich da mal beim Mischungscomputer. Nehmen wir auf Home, dann Start. Wir machen ein Endmost, das ist die erste Mischung, so wie wir es da oben sehen. Endmost ist Mix 1. Dann drückt man auf Datenübernahme, dann sagt er 2500 Kilo. Sag ich ja, wenn wir machen. Und dann sagt man eher Wirkstoff 1 würde. Und jetzt sagt er, ich will sonstiges 1. Wenn wir auf der Liste schauen, sonstiges 1 ist Futtersäure. Das haben wir auch eine. Und dann fängt eigentlich der Computer schon von allein an. Er sagt dann der Schrotmühle, die ist da ja hinten. Der sagt er dann, dass es anfahren soll. Die startet dann. So. Da sieht man jetzt die Anlaufzeit von der Hammermühle. Dann haben wir da die Schrotförderschnecke, die was herunten vor der Schrotmühle das Futter rauf transportiert den Mischer. Das fällt dann oben rein. Dann müssen Sie gleich die Schrotförderschnecken einschalten. Dann haben wir da herüben noch unsere zwei Zubringerschnecken zu der Schrotmühle. Da hinten sieht man im rechten Silo, ist das dritte Kali drinnen. Und da im linken haben wir die Mischung von Mais und Sorghum. Und das kommt dann da über die Schnecken raus, fällt dann da in den Trichter rein, kommt dann da in die Hammermühle, wird geschroten, fällt oben und durch die Schnecken fährt es dann auf den Misch. Jetzt sieht man es da oben. Dass wir euch jetzt sagen können, wie unser Hammermüll ausschaut, schraffen wir die halt auf. Da sieht man jetzt herinnen den Stern, der dreht sich normalerweise so. Es fällt von da herum und vom Trichter fällt das Futter rein, wird von diesen Schlägeln mitgenommen. Man sieht eh schon da hervor, dass die relativ abgenutzt sind, die müssen wir jetzt demnächst einmal umdrehen. Und die dreschen das dann da durch das Sieb durch. Und durch das wird das gemahlen. Und alles, was bis der Rümmer noch nicht durch ist, sieht man da herum, gibt es so Einkerbungen, so Kufen. Und da wird das nochmal dagegen droschen und dann fällt das nochmal aufs Sieb runter. Wird dann durch das Sieb durchgehauen und fällt dann runter. Und wenn die Hammermühl fertig ist, nimmt sie dann die Anlage. Da hast du die zwei Big Bag in Soja. Fährt den auf in Mischer, das fällt dann rein. Und dann am Schluss nimmt sie noch die Faser dazu. Wenn die Komponenten alle drinnen sind, dann mischt er. Normalerweise 20 Minuten. Wenn das fertig ist, hört er dann auf und wir können dann da über diese Rutschen unsere Big Bags befüllen. Und mit den Big Bags füllen wir es dann auf und unsere Vorratsbehälter im Moststall. Oder auch zum Beispiel in den Mischer, die was wir dann für die Zuchten brauchen.
sind wir hier oben beim Moststall. Da habe ich gerade den Big Bike hergeführt. Dann machen wir jetzt unten noch auf. Und dann drehe ich da die Futterschnecken, die was von da herunter geht. Die geht da rauf in die Futterbehälter. Und dann haben wir da drei. Der erste ist fertig aufgezucht, dann haben wir vorne muss, ganz hinten ist noch Endmast. Und dann haben wir oben so Umschaltventile, die können wir da schalten. Und weil es jetzt der Endmast ist, sind die zwei auf Aus, das heißt, es rennt den Endmast rein. So, machen wir da auf. So, das Futter ist da. Und jetzt da brauche ich nur da auf den Knopf drücken und das rennt dann auf. Jetzt kriegen wir noch geschwind auf und schauen, ob das eh in den richtigen Trichter reinfällt. Wie wir sehen, da der Endlos-Trichter, das ist eh fast voll. Aber das bisschen geht schon noch rein, dann da ist Ferkel vorne und da herüben, das ist Ferkel. Der Ferkel ist etwas kleiner. Von den Vorratsbehältern, die wir gerade aufgefüllt haben, kommt die Futter mit der Spiralschnecken, so die Automaten. Füllt die Automaten zweimal am Tag an. So, rütteln da, es fällt ein bisschen was runter und da können sie den ganzen Tag fressen. Im Moststall haben wir eine Futterverwertung von 3 zu 1. Das heißt, die Mostsau brauchen 3 Kilogramm Futter, dass 1 Kilogramm Gewicht zunehmen. Für das Interesse werde ich mich auch noch bedanken und vierte.